Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ja, heute gibt es von meinem Adventskalender Türchen Nummer 6 und da ich ja gestern dazu nicht kam, auch noch Nummer 7. Meine Kurze hat es jetzt erwischt und ja, die hatte gestern meine volle Aufmerksamkeit gebraucht, deswegen ging das gar nicht mit dem Video. Aber jetzt können wir luschern, was uns mein lieber Zwillerling eingepackt hat. Hier einmal zum Nikolaus. Ich habe nichts vom Nikolaus bekommen. naja, war so ein bisschen traurig. Nein, Quatsch. Hab ja hier was vom Nikolaus bekommen. Ich hoffe, ihr hattet alle einen schönen Nikolaustag. Unser war, wie gesagt, nicht so prickelnd. Kurz ist krank gewesen. Hatten sie zum Kindergarten gebracht, weil sie morgens noch eigentlich relativ fit war. Nur so ein bisschen Kopfschmerzen, aber sie wollte unbedingt in den Kindergarten, weil der Nikolaus ja zu Besuch gekommen ist. Und ja, wollte dann anschließend mit meinem Sohn zu seinem Termin ins Krankenhaus wieder, zu der Untersuchung, Kontrolle etc. Und ja, auf dem Weg zum Krankenhaus rief mich denn der Kindergarten an, ob ich die Kurze abholen könnte. Ihr geht es gar nicht gut, sie möchte unbedingt nach Hause, sie möchte nicht mal mehr auf den Nikolaus warten. Ja, dementsprechend musste ich den Termin im Krankenhaus dann auch absagen. Ja, haben wir die Lütze dann abgeholt, sind nach Hause, hat sie sich hingelegt, ist immer wieder wach geworden. Ihr kennt das, ne? Also sie liegt richtig flach jetzt. Wir wollten heute eigentlich auch auf den Weihnachtsmarkt, aber ich glaube, das wird nichts. Mal schauen. Also bis jetzt ist sie wieder fidel. Sie ist wieder voll da, aber es kann sich ja immer noch mal ändern. So, jetzt aber genug gequatscht. Jetzt wollen wir erstmal luschern, was hier Schönes drin ist. Erstmal so wieder richtig tolles Tütchen und der Platz von der Tüte hat wohl nicht gelangt. Deswegen musste sie hier die obere Tüte so ein bisschen zerschneiden. Jetzt möchte ich aber erstmal den Spruch lesen, was da Schönes drin steht. Was früher oder später finden Menschen mit demselben Dachschaden zueinander. Ja. Das passt ja voll zu uns, ne? Wir sind ja zwei Bekloppte, wir haben den gleichen Dachschaden, den gleichen Humor. Ja, verstehen uns auf Anhieb, ne? Das passt wie Arsch auf Eimer. Ja. Und wer uns nicht mag, der hat selber Schuld, ne, meine Liebe? Die haben denn alle Pech. Die wissen ja nicht, was denen geht. So, da ich ja jetzt aber gestern... Wie mache ich denn das jetzt? Ich habe ja jetzt gestern nicht den Spruch des Tages gehabt. Ich glaube, dann helfe ich das irgendwie und packe den anderen damit zu. Weil ihr wisst ja, ich packe das ja immer hier auf meine kleine Staffelei in die Essecke. Dann kommt der andere da irgendwie mit zu. So, dann luschern wir jetzt aber mal. Jetzt nehmen wir erstmal die weniger schöne Tüte. Luschern da mal rein. Und ich bin gespannt, sie ist voll. Ich weiß, wer jetzt kreischen würde. Die Kurze, die Schleifen, die Filzteile, ja. Das ist ja bei uns ein Muss hier im Haus, diese Filzstickerchen. Die sind richtig cool. Kommt wie gerufen. Sind wieder nicht viele da. Es sind irgendwie grundsätzlich nie viele da. Und was haben wir denn noch? Oh, was ist das denn? Oh, seht ihr das? Oh, wie cool ist das denn bitte? Eine Tonne an diesen Glitter-Shapes, Dingens, Flitter, Schnee, in so irisierenden. Das werde ich gleich aufschneiden und hier ein bisschen drin verteilen. Weil mein Schnee, den ich da oben drauf gemacht habe, ich kann euch das mal zeigen, da, der sickert langsam runter. Beim jedes Mal gegenditschen, sickert der runter und... Hiervon ein bisschen Schnee mit Farbe kommt doch richtig gut. Mache ich ein kleines Loch rein, Zipper wieder ran und dann ist gut. Perfekt, vielen lieben Dank, meine Liebe. Richtig cool. Da freue ich mir. Jetzt habe ich den Spruch schon weggepackt, ne? Ich weiß gar nicht, wie ich das alles in ein Bild kriegen soll. So, jetzt kommt die zweite Tüte. Erstmal die Klemmerchen hier abmachen. Huch. So. Zip, die Tüte weg. Da kommt mir hier oben schon was entgegen. Das sind die Sticker, ne? Oh, sie wollen nicht raus.
Oh mein Gott. Ach so, sie sind festgeklebt. Festgeklebt, so. Guck mal. Ah. Ihr kennt die ja. Ich liebe ja diese Teile. Von denen gibt es ja Emojis, diese Tierchen, LOL und hast du nicht gesehen. Und ich liebe ja diese Tierchen und jetzt... Jetzt sehe ich gerade, die sind anders. Hä? Also ich habe... Okay, also die habe ich nicht. Sind das... Zoe, hör mal auf eben. Sind das... Gab es von diesen Heften neue? Wenn ja, dann ist das jetzt eins von den neuen. Weil diesen Farbverlauf, den habe ich jetzt nicht so im Kopf. Und auch die Figürchen hier, diese Giraffe allein, die kommt mir gar nicht... Die kommt mir gar nicht so in den Kopf. Ist ja niedlich. Und mein Faultierchen da, hier das Faultier. So süß. Ich glaube, das sind die neuen. Könnt ihr mal wieder sehen. Wir haben mal wieder gar nichts. Ich wusste gar nicht, dass es neue davon gibt. Oder ich habe es verpasst. Ich komme ja auch nicht wirklich dazu, momentan Videos zu gucken. Das ist ja echt cool. Oh, da freue ich mich. Ui. Yeah, Sticker. Sticker, Sticker. Gott. So. Und dann, oh mein Gott, die ist voll. Oh, guckt euch das an. Oh, die Lutschstangen. Ja, ich habe Lutschstangen. Zwei Stück. Oh, die sind so... Oh, der ist kaputt gedingt. Oh. Ist kaputt gedingt. Aber ist nicht schlimm. Ist denn schon mundgerecht. Ich finde die so toll. Ich liebe diese Teile. Ich liebe diese Teile. Hat dein Kleiner wieder super ausgesucht. Oh, dann sehe ich hier ein Geschenksband. Das kommt wie gerufen. Ich finde meins nämlich nicht mehr. Und natürlich in Blau. Und auch das Muster ist richtig hübsch. Das ist richtig cool. Es kommt wie gerufen. Aber echt, ich finde mein Geschenksband nicht. Mein normales Band ja, aber mein Geschenksband, m-m. Seitdem meine Ecke hier weg ist, ich weiß nicht, ich finde gar nichts mehr. Ich muss alles suchen. Es ist alles Kraut und Rüben. Es ist nichts da, wo es hingehört. Es sind da Papiere, da Papiere, da Papiere. Ich kriege schon Föhn. Ich habe schon keine Lust mehr. So, was haben wir noch? Oh, die lecker Muku-Bonbon. Yay! Die Muku-Bonbon. Und bis jetzt noch kein Taler in Sicht. Oh, oh, da wird Elaine aber schimpfen. Zwei lecker Muku-Bonbon. Dann teile ich mit ihr sonst so ein Muku-Bonbon. Ist auch nicht schlimm. Und dann sehe ich noch, oh mein Gott, da ist aber viel drin. Ein Weinermann. Lecker Schmecker. Ein Weinermann. So viel Bonchi. Ich weiß gar nicht, wie ich das alles gleich auf dem Bild kriegen soll. Dann haben wir hier wieder einen Kalligrafiestift in 5,0. Das ist der schwarze, ne? Nee, das ist der silberne. Da seht ihr es. Der silberne, passend zu den goldenen. Hallo? Ja, perfekt. Und dann... Oh, ein Notizbuch. Oh, das ist ja... Einmal abschütteln. Das ist ja cool. Hier mit diesen... Da, seht ihr das? Das kommt so raus. You got this. Ja, ich sowieso, ne? Oh, das Papier ist cool. Guck mal, das ist blau. Oh, das ist ein richtig schönes Ringbuch. Oh, wie cool ist das denn? Und die Seiten sind blau. So ein richtig schönes, angenehmes Babyblau. Und die Linien sind dann weiß. Das ist richtig cool. Ich muss mal wieder durchblättern. Das ist echt cool. Dankeschön. So, dann sehe ich hier Sticker. Ah. Oh, Entschuldigung. Die hast du ja auch. Ich hoffe, die... Ich weiß es nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts falsch gesagt. Oh nein, dann weißt du ja, was sonst noch kommt. Ich weiß gar nicht, hattest du die schon drin? Wenn nicht, dann habe ich es jetzt verraten, dass du die auch noch drin hast. Oh Mann, ich sollte erst überlegen, was ich sage, bevor ich die Klappe aufmache. Ne? Oh Mann, Fettnäpfchen. Spoiler-Alarm. Oh meine Güte. Oh meine Güte, ich sag jetzt gar nichts mehr. Oh, oh Mann, ich muss mal eben kurz Pause machen. Oh, so, da bin ich wieder. Das war eine riesen Hustenattacke. Ich sag jetzt gar nichts mehr, wenn hier was drin ist, was in deinem Kalender auch ist. Und oh nee, so bescheuert. Was haben wir hier noch? Ah, cool.
Diese Mikroperlen heißen die, glaube ich, ne? Mikroperlen nehme ich auch gerne für Schüttelteile oder für die Ölshaker. Da mache ich die auch gerne rein. Ich habe ja mal so eine Unterwasserwelt gemacht mit so einer Qualle und da waren die so eine Perlen in Grün drin. Und das hat richtig, sah richtig schön aus. Könnt ihr auch sehen auf meinem Instagram-Account. Irgendwo ist da so ein ovaler Shaker mit einer in Blau mit einer Qualle drin. Und da ist ein kleines Video, da seht ihr diese Mikroperlen. Das ist richtig cool. Die habe ich mir auch gekauft in hellrosa. Aber da ist nicht so ein schönes Rot bei. Richtig hübsch. Und das Röhrchen ist auch cool, ne? Das könnte man auch noch benutzen. Zoe, nerv mich. Und was ist dort hier? Oh, cool. So ABC-Sticker, Buchstabensticker in Glitzer, in Blau und Grün. Oh, die Farbe ist ja verschärft. Guck mal, hier haben wir das Grün. Wie das funkelt. Zoe, ist gut. Und da sind so, ja, jetzt könnt ihr das nicht sehen, ne? Das sind Buchstaben. Ja, hier könnt ihr das jetzt so ein bisschen, hier ist das U, hier kommt dann das V, nochmal ein bisschen V. Also das komplette Alphabet und jeder Buchstabe ist mehrmals vorhanden. Seht ihr hier ja, ne? Richtig cool. Hey, jetzt ist aber gut hier. Hier mit euren Geputzel. Ui, richtig hübsch. In Blau und Grün, das passt ja, ne? Blau und Grün, ich blau, Eselgrün. Ja, das war das Nikolaustürchen. So, jetzt mache ich einmal Platz und schmeiße erstmal die Hälfte runter. Oh Gott, damit wir dann weitermachen können mit dem Türchen Nummer 7. Ach, das ist so cool. Lecker, schmecker. Yummy, yummy, yummy. So, husch, husch. Einmal auf Seite. So, und dann kommt Türchen Nummer 7. Oh, und guckt mal, die Wichtel. Sind die nicht cool? Das ist richtig cool. Die sind richtig schön, die Wichtel. So, und jetzt interessiert mich aber der Spruch. Was steht denn da? Ach, durch das Licht kann ich das immer. Einmal kurz. Huch! Tut mir leid. Kann ich das immer so schlecht lesen? Ah, steht da. Natürlich spreche ich mit mir selbst. Jeder braucht mal kompetente Beratung. Bei dir sind es besonders die langen Sprachnachrichten. Was soll das jetzt heißen? Was soll das jetzt heißen? Soll das jetzt heißen, dass du meine langen Sprachnachrichten kompetent findest, was ich eher weniger glaube? Oder soll das heißen, dass ich nur Kacke laber? Ich glaube eher das Zweite, ne? Ich glaube eher das Zweite. Aber ein sehr schöner Spruch. Da musst du mich dann gleich nochmal aufklären. Also jetzt muss ich gleich erstmal gucken, wie ich das hier. Wie mache ich denn das jetzt am besten auf dieser Staffelei? Oh. Menschenskinder. Warte mal, ich mache das. Warte mal alleine, ne? Genau, wartet mal. Ich mache das so. So. Sieht irgendwie scheiße aus, ne? So. So, so. Geht, ne? Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Oder soll ich. Ne, wartet mal. Geht das, passt das dahinter? Na, so ein bisschen, ne? So ein bisschen machen wir so. Und jetzt noch die andere Klammer. Ja, da müsst ihr jetzt durch. Tada! Nicht schön, aber selten. Jetzt kommen die beiden Sprüche des Tages da wieder hin. So, und jetzt geht's aber ans Türchen Nummer 7. Das ist doch der siebte, ne? Ja, natürlich. Gestern war Nikolaus. Cool, Happy Birthday. Das passt. Sind ja noch ein paar Geburtstage. Ja, und dann natürlich von Jungs passt das Blaue. Wunderbar. Ist richtig cool. Happy Birthday. Habe ich so auch noch gar nicht gesehen, dass da irgendwie Schrift auf so einem Geschenkband war. Habe ich noch nicht gesehen. Sehr schön, sehr schön. Und dann haben wir
Wir haben wieder Schüttelsticker. Ich hole ihn mal wieder aus der Tüte hier raus. Da haben wir einmal den Mickey Mouse Kopf als Christbaumkugel. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ja, so ein bisschen, ne? So, wieder mit den Schüttelteilen drin. Denn hier Minnie Mouse und Mickey Mouse und Minnie Mouse knutscht Mickey Mouse da an den Bucky. Und natürlich hier The Best of Pluto. Yay, Pluto! So, und dann habe ich gesehen, da ist noch mehr drin. Da ist drin, noch eine Muku. Perfekt. Eine Muku und wieder ein Weihnachtsmann. Vor allem, mir ist aufgefallen, die Weihnachtsmänner, die sehen voll hübsch aus. Wir hier haben nur so einen hässlichen. Die hast du auch bei dir in deinem Kalender irgendwo drin. Die sind so hässlich, die sind so klein, die sind so dick und die sind entweder rot oder gold. Und die sind voll niedlich. Die haben ja dieses richtiges Gesicht und nicht so was Geschnügeltes wie bei uns. So. Meine Liebe, ich bedanke mich ganz, 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 ganz herzlich bei dir für diese tollen zwei Türchen. Deins von gestern hast du ja, denke ich mal, schon aufgemacht. Und das von heute weiß ich nicht, ob du schon aufgemacht hast. Du hattest mir ja gerade geschrieben. Da werde ich gleich mal luschern. Ja. An alle anderen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ihr kennt es. Wenn ihr wissen wollt, was morgen in mein Türchen drin ist, seid morgen wieder dabei. Morgen kommt auch wirklich ein Video, versprochen. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Türchen. Tschüss.